Willkommen zurück, meine Lieben, bei Panzerkorps im Businovka-Depot. Zuallererst versuchen wir mal die wegzumachen. Nee, es ist... Das läuft nicht so toll. Ich getraue mich hier nicht so wirklich vorzupreschen. Und irgendjemand muss sich um das Ding da kümmern. Ich denke, das müsstest dann wohl du sein. Das hat leider nicht so wirklich super gut gereicht. Aber es ist, wie es ist. Warte mal, kannst du von da aus schießen? Kannst du. Auf den da. Den müssen wir aber nicht anschießen. Dann würde ich sagen, lass das, mach das nicht. 6-0, du hast da eine 7-1. 10-0. Also den müssen wir auf jeden Fall einmal mit der Artillerie anschießen. Okay, es ist 16 suppressed. 8-0. Weißt du was? Mach mir den einfach mal weg. Dann ist er auch gut. Ja, der Scout hat ziemlich was abgekriegt. Das war aber auch nicht wirklich anders zu erwarten. Das ist eine 3-0. Das ist ziemlich schrecklich. Das ist ziemlich schrecklich. Geh du mal dahin. Du wirst den angreifen. Zuallererst müssen wir aber den hier wegmachen. Weil der nervt. Plus... dieses Geschütz hier. Yikes. Werde wahrscheinlich auch wieder hochheilen. Wir werden sehen. Wir könnten mit dem vorpreschen. Karl gerät... nicht so einen guten Move. Okay, 8-0. Greift nicht zurück an. Mach ihn weg. Das Ding ist stark, aber halt, es war auch sauteuer. Es war halt auch sauteuer. Will ich die Artillerie wegmachen? Ich denke, wir sollten uns um diese elenden Geschütze kümmern. Hat meiner Meinung nach Priorität. Oh, okay, ja, natürlich. Du schießt einmal. Dann auf den nächsten bitte. Eine minus 11. Wie schaffst du das eigentlich, ohne dass du... Du hast nur 10 Stärke. Verstehe, wer will. Okay, ich denke, einer muss hier hingehen, um die Spawnpunkte zu blockieren. Du hast eh schon geschossen. Du... Oh, ich weiß nicht. Geh mal ins Näher. Einer muss den hier wegmachen. Der da unten ist auch gefährlich. Eine 9-0 plus... Der hier... Die zwei müssen eigentlich weg. Okay, weißt du was? Du kümmerst dich um den. Sehr gut. Dann kümmerst du dich wahrscheinlich um den hier. Nee, du kümmerst dich um den, du kümmerst dich um den. Genau so, so machen wir es ungefähr. Er ist eine 9-0. Aber wir hätten zuerst bomben sollen. Okay, Glück gehabt. Er ist direkt gestorben. Passt. Ja, du gehst dahin. Einer weniger. Beide Punkte eingenommen.
Dann denke ich mal, wir beschützen unsere Leute hier. Ich würde den hier eigentlich ganz gerne ordentlich angreifen. Ich weiß nicht genau, wie wir das am besten machen. Weißt du was? Geh du hier hin. Mach die Kanone weg. Dann siehst du dich danach. Problem ist, der ist ziemlich exponiert jetzt noch. Vielleicht war das ein Fehler. Ja, der kann hier direkt hoch. Der auch. Ich denke, wir müssen den Scout opfern. Dass wir den Scout hier hinstellen. Immerhin hat er Artillerieunterstützung. Von dem her ist nicht ganz allein auf weiter Flur. Was mache ich mit dir? Hier in den Wald rein. Oder wir können hier hingehen. Okay, weißt du was? Passt. Artillerie da hinten hin. So, unser neuer Bomber. Es ist die Dinge unglaublich penetrant nervig. Wirklich was Bomben sinnvoll kann er nicht. Außer den hier. Ein 2-0. Ich denke, wir nehmen hier die 5-0. Oder der 3-0. Demnach, der hat die bessere Defense. Mach den mal platt. Okay, das war schlecht. Ziemlich mies. Oh, Glück gehabt. Ich hätte zuerst den hier wegmachen sollen. Okay, einer weniger. Leider wird der überleben. Aber da kann man jetzt nichts machen. Wirklich einen anderen Move haben wir mit dir nicht. Sonst ist er zu exponiert. Oh, Gustav haben wir noch. Wir haben noch Gustav. Okay, weißt du was? Da ist natürlich einer drin. Habe ich was anderes erwartet? Vielleicht. Wollen wir das Flugfeld direkt einnehmen? Ich glaube nicht, dass wir einen besseren Move mit ihm haben. Geh mal dahin. Und... dann machen wir das so. Jetzt geht er vielleicht hier hoch. Ne, er bleibt. So, dann du da. Nimm das ein. Ist ein bisschen greedy, da einfach anzugreifen, oder? Wahrscheinlich werden wir es trotzdem machen. Das Ding hat nur ein Vision. Okay, gut zu wissen, da ist eine Artillerie da hinten. Ja, wir können... Ach, 4 nur? Warum zur Hölle ist... Die Infanterie hier in der Map ist echt nicht so wirklich gut zu gebrauchen. Wobei, du hast da eine 7. Ja, du kannst nachher die wieder zurückziehen. Ne, eine 5. Oder wir nehmen es einfach ein. Weg ist es. Hier ist... da war eine Flugabwehr. Damn it.
Hier war eine Flugabwehr. Ich kann mich erinnern. Ganz schwach. Da, du da. Ich denke und hoffe nicht, dass er noch weitere Fighter hat. Aber man weiß es nicht. Du fängst sowieso wieder von Null an und kannst erstmal XP aufbauen. Wenn du Schaden kassierst, interessiert keinen. Von dem her, das passt. Die Flanken scheinen eher schwach geschützt zu sein. Es ist wirklich hier primär die Mitte, wo alles los ist. Weg mit dir. Keine Lust, dass der wieder aufgemotzt wird. Wenn wir hier Vision gehabt hätten, hätten wir mit dem Gustav auch... Aha, vielleicht hätten wir da was machen können. Aber es ist zu spät. Es ist zu spät. Nein, da gehen wir nicht hin. Wir machen das so. Und geben den Zug ab. Ja, ist anzunehmen, dass der Scout jetzt hier stirbt. Okay. Ja, das wollte ich eigentlich verhindern. Zum Glück war es einer der schlechten Panzer. Minus 3. Damit, das ist ein 13er Geschütz. Okay. Wie vermutet, ist unser Recon gestorben. Soll ich ein... 288. Der ist halt langsam. Ich denke, ein Schwacher sollte eigentlich schon das Richtige sein. Nun ja. Schauen wir weiter. Also, in der Runde muss das Ding hier sterben. So viel steht fest. Du hast dich hier ganz schön weit vorne vorgewagt. Das war ein Fehler, Freundchen. So, dann nehmen wir den Siegpunkt direkt ein. Und ich denke, wir bleiben erstmal so. Das war es vielleicht ein bisschen voreilig. Aber ich will das Ding weghaben. Okay. Du hast eine 12-0. Gut. Du musst zurück. Ich denke, wir werden ihn schon so angreifen. Ich möchte eigentlich ganz gerne hier unten ein bisschen Vision haben. Mach das mal, zieh dich zurück. Du hast plus 2 Spotting. Wir können den one-shotten. Die Frage ist, ob wir dich irgendwo anders besser gebrauchen können. So, das passt. Dann, warte mal, nein. Du gehst dahin. Nur minus 3. Ne, wir hätten eine 7. Schieß mal auf den da, weil sonst keine andere Artillerie auf den kommt. Okay, 7-0. 7-1. Dann machen wir das. Haben wir noch irgendwo... Du kannst halt auch nicht wirklich viel machen. Wie schaut's hier aus? Der schießt nicht zurück. Gut, machen wir das. Okay. War mal wieder nicht so wirklich was.
4. Ach. Warum hast du keine guten Moves? Ist doch schrecklich. Also, ich denke, wir greifen jetzt mal da an. 3-0. Ach. Nimm das da ein. Dann gehst du da rein. Wir machen den so. Und das sollte ausreichen. Vielen Dank. Einer weniger. So, dann. Okay, gut. Du hast die. Was denn super wegkriegt. Plus 3 Attack. Das ist super. Plus 1 Defense und plus 4. Ne, warte mal. Das ist dein erster, oder? Ja, Christian Werner. Plus 3 Attack. Okay, gut. Dann geh da rein. Ich denke, wir können bomben. Allerdings. Ja, den hier drüben. Bei dem macht es nicht wirklich viel. Beziehungsweise es bringt nicht wirklich viel. Der hier hat super heftige Defense. Holy shit. 1-0, das ist für'n Arsch. Machen wir das so. Ich denke mal, Karl muss auch mit rauf. 6 sind suppressed. Dann walte du deines Amtes. Okay, gut. Nehmen wir so. Du kriegst den ganz weg. Naja. Es sollte nicht sein. Wir müssen hier ein bisschen auf unsere Flanke aufpassen. Und wir haben keine guten Moves mit unseren Infanteristen, leider. Dummerweise. Hast du noch... Kannst du auf irgendwas schießen? Nee. War irgendwie klar, ne? Dann... Ja, du hast deine 9-1. Ich denke, das hier bringt nichts. Mit meinem Glück wird er wieder überleben. Von dem her, greif mir lieber den an. So, der da. Da hast du eine 7. Sehr schön. Einer weniger. Jetzt greifen wir den an. Mit unserer Anti-Tank-Gun. Fantastisch. Einer weniger. An den kommen wir nicht ran. Der könnte jetzt hier das Karl-Gerät angreifen. Da bin ich aber nicht so besorgt, weil wir hier noch eine Artillerie hinten dran haben. Als zusätzlichen Schutz. So, was machen wir mit dir? Den hier töten auf jeden Fall, ne? Besseren Move haben wir, glaube ich, nicht. Ich gehe hier hin, um den ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. So, du kommst da rein. Nicht, dass da großartig was ist, aber hey. Ich denke, wir hangeln uns von Wald zu Wald. Keine Artillerie, das ist schon mal die Hauptsache. Idealerweise würden die Panzer irgendwann in den Wald gehen und dann haben wir wahrscheinlich einfacheres Spiel. Solange das aber nicht der Fall ist, müssen wir schauen. 4-0, 3-1. Ich denke, wir gehen mal auf den hier. Das wird ewig dauern, bis der seine XP aufgebaut hat. Du kannst nichts tun.
So, jetzt haben wir gleich auch Vision überall. Da ist keiner drin. Das ist spannend. Gusti. Weiß ich noch nicht genau. Wo packen wir dich denn hin? Hier in die Stadt? Für den Moment? Sollte okay sein. Dann haben wir euch alle noch. Ich denke, wenn... Warte mal, wie... Ich weiß nicht, ob der wieder zurückkommt, wenn ich da reingehe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das... die Mechanik funktioniert. Was wollen wir beschützen? Ich glaube nicht, dass großartig noch... Flugzeuge kommen, aber... Sicher, sicher? Fragezeichen. Die, mit den Levelbombern, da können sie nicht zurück angreifen. Das ist, da der Vorteil. Das ist halt unser Bester, ne? Die 9-0, gute Sache. So, dann dich dazwischen. Und schauen wir noch, ob hier was ist. Gibt alles Vision. Soweit, so gut. Ich weiß nicht, was der tut, ob der jetzt hier irgendwie hier hochgeht. Aber ich denke nicht, dass der hat eine 19 Defense, das Karl-Gerät. Der hat nicht wirklich eine gute Offense. Der sollte eigentlich keinen Schaden machen. Ansonsten sind wir, glaube ich, durch. Schauen wir, was er tut. Wo zur Hölle kommt der wieder her? Die spawnen doch irgendwo. Wow. Du greifst die Stadt an. Okay, ja. Das stört mich, dass hier immer irgendwie Fighter aus dem Nichts kommen. Hier ist kein Flugfeld. Da war doch niemand. War er von Anfang an da oder ist er da gespawnt? Wenn er spawnt, das wäre ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Aber gut, an dieser Stelle machen wir erstmal einen Break. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.